Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um das Event Geheimnis von Azeroth. Und da sind wir jetzt am 7. Tag angelangt und dementsprechend schauen wir uns das 7. Rätsel an. Diesmal ist es einmal unbeständige Sande. Und ja, falls ihr da bis jetzt noch keine Rätsel abgeschlossen habt, ihr müsst es in der Reihenfolge machen, werde ich euch in der Infobox einfach die anderen Tage verlinken. Die könnt ihr euch vorher angucken. Wenn ihr die bereits gemacht habt, dann könnt ihr direkt hier weiter loslegen. Und dann würde ich sagen, schauen wir rein ins 7. Rätsel, beziehungsweise in den 7. Tag. 8. Rätsel ist es. Dann schauen wir uns das Rätsel von Tag 7 an. Und zwar müssen wir jetzt wieder in das Gasthaus zurück, und zwar hier in den gerösteten Geißbock. Und dort können wir mit der Bewahrerin quatschen. Dort haben wir wieder eine Quest, die wir direkt abgeben können. Und wir kriegen einmal ein paar Hinweise. Und die sagt uns, wir sollen die Götze nutzen. Und dann einmal südlich von Asmir in den wandernden Sanden. Okay. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Heißt, wir suchen jetzt einmal die Götze raus. Götze, da haben wir sie. Götze von Onara. Und dann würde ich sagen, tigern wir mal los. So, Dollar, ich bin jetzt einmal hier oben in den wandernden Sanden. Also hier. Und da gibt es 3 Spots, wo diese Teile anscheinend spawnen können. Und so wie das aussieht, muss man aber die Götze immer wieder neu aktivieren. Bei mir ist die jetzt schon ein paar Mal verschwunden. Also, ich habe jetzt schon welche gesehen. Hier quasi in dem Baum liegt eins dran. Dann hier kann eins spawnen. Und anscheinend hier oben bei diesem, ja, bei dieser Brücke an diesem kleinen Felsen dran. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein bisschen buggy ist. Die waren kurz da und dann waren sie weg. Ich vermute mal, die kann man auch weglooten, beziehungsweise andere Spieler können die einem weglooten. Und da muss man halt halbwegs schnell sein, dass man die kriegt, ne? Jetzt stelle ich mich mal hier ein bisschen hin, camp die und dann gucken wir mal, wann ich da eins krieg von den Teilen. Okay, anscheinend gibt es doch ein paar mehr Spots. Ich habe jetzt hier eins gefunden, zeitverlorenes Fragment. Das machen wir mal auf. Meine Lampe ist hier von dem Vogel angesprungen. Und das war jetzt quasi hier auf den Koordinaten 59, 79. Und ja, direkt hier an so einem Stein dran. Also ihr seht, da ist die Brücke, was wir vorhin uns angeguckt haben. Und hier quasi war es jetzt dran gelegen. Und damit haben wir jetzt einen so einen Zettel. Und wir, da ist es. Der hält aber nur quasi 23 Stunden. Jetzt müssen wir noch 2 weitere finden. So wie es aussieht, gibt es hier noch mehrere Spots. Man muss ein bisschen gucken, wo einem seine Lampe quasi hinführt. Ah, seht ihr, da ist jetzt auch nochmal so ein Zettel. Das ist einer von denen, den ich schon auf dem Schirm hatte. Dann haben wir den zweiten. Der ist jetzt quasi hier auf den Koordinaten 58, 78. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den letzten auch noch finden. Also ein Lämpchen ist keins an. So, jetzt ist das hier im Wasser noch gespawnt. Anscheinend hat man dann immer kurz Zeit, wenn jemand anderer reinlootet, es auch zu looten. Ah, jetzt ist es schon weg. Und jetzt habe ich insgesamt 3 Stück und die können wir kombinieren und kriegen ein Item, wo wir wiederum eine Quest bekommen. Und diese Quest müssen wir jetzt einmal abgeben in Waldracken. So, Dalla, wir sind wieder im gerösteten Geißbock und jetzt geben wir das Ding ab. Und das war es anscheinend auch schon dann mit dem Tag. Haben wir das Rätsel gelöst? Gut, schauen wir weiter. Das war es ja dann quasi schon fürs Video. Und ja, damit sind wir am Ende. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.